Mädel, Leute, Zeppelin hier. Heute geht's mal was um mich persönlich, einfach nur verwirrt. Und zwar, warum senden Leute Nudes? Also, ich komme nicht in das Konzept, wie ein männliches oder weibliches Wesen, ist ja scheißegal für das Video, wie kommt man darauf, hey, ich soll vielleicht einfach mal Bilder meines nackten Körpers an das andere Ende der Leitung von jemandem senden. So, what the fuck ist da bitteschön der Gedankenprozess, dass man sich denkt, ja, ich hol mir mal potenzielles Mobbing von meinen Mitschülern und Co. So, ich bin einfach nur von dem Konzept dieser Menschen fasziniert, wie behindert man sein kann. Wie behindert ist es bitteschön, ein Foto von sich zu machen und dann einfach mal so, ne, also ein Nacktfoto und dann einfach mal an all deine Freunde schicken, so, das würdest du nie im Leben machen. Das wird, okay, außer du hast wirklich irgendwelche Krankenstörungen, dann würdest du es machen, aber normale Menschen würden nie in ihrem Leben einfach mal ein paar Nudes machen und das an ihre Freunde schicken, weil, geht ja, so, das. Warum machst du es dann mit einem fucking Fremden? Warum gehst du auf Tinder oder was auch immer du benutzt? Oder Grindr für die ganzen seltsamen Höhe unter euch? Und du sendest einfach mal dein Schwengel oder was auch immer du da unten rumbaumeln hast. So, ich verstehe es nicht. Wozu? Fuck, mein Mikrofon. Sorry, ist gerade am Absacken. Okay, geht wieder. Warum machst du das? Warum sendest du einfach deine Genitalien und Co. an Leute? Ich checke es nicht. Naja, scheißegal. Ich habe Angst, dass mein Mikrofon jetzt noch komplett kaputt geht. Hau rein, bleib toxisch. Entbimmelt die Glocke. Deabonniert mich. Disliked meine Videos und jetzt. Und ich bin quasi hier.